Dann verfahren wir so. Und der erste Redner ist der Kollege Kai Gehring für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben als Grüne diese Debatte hier heute im Plenum aufgesetzt, um der Regierung auf die Sprünge zu helfen und ihnen Impulse zu geben. Sie müssen jetzt endlich Farbe bekennen und zu einer Offensive für Freiwilligendienste kommen. Wir als Grüne wollen Quantität, Qualität und Attraktivität von Freiwilligendiensten ausbauen. Das ist mehr als überfällig. Und wir kämpfen für diesen Ausbau seit vielen Jahren, weil die verschiedenen Inlands- und Auslandsfreiwilligendienste vom Freiwilligen Ökologischen und Sozialen Jahr über weltwärts, kulturweit, den Europäischen Freiwilligendienst und Freiwilligendienste aller Generationen eben zivilgesellschaftliches Engagement stärken und demokratisches Lernen bei Jugendlichen massiv fördern. Und dieser Ausbau der Freiwilligendienste ist überfällig und kommt, alle Ankündigungen der letzten Monate und Jahre zum Trotz, eben auch seit Jahren leider nicht voran. Und deshalb ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, hier mehr zu tun. Das Problem dabei ist übrigens nicht, dass engagementbereite Jugendliche fehlen. Das wird Jugendlichen ja immer unterstellt. Aber ganz im Gegenteil, auf einen Freiwilligendienstplatz kommen seit Jahren 2 bis 3 Bewerber. Das Problem ist der massive Mangel an Angeboten, und dieser Mangel muss endlich behoben werden und die Anzahl der Freiwilligendienste mittelfristig verdoppelt werden. Das steht jetzt an. Der Ausstieg aus der Wehrpflicht und dem Zivildienst bringt jetzt ja auch neue Chancen mit sich. Es ist ein überfälliger Schritt, der ist richtig, und das wäre etwas, wo man im Nachhinein vielleicht so sogar sagen kann, da hat Schwarz-Gelb vielleicht sogar mal was hingekriegt, wenn sie das tatsächlich schaffen, aus der Wehrpflicht auszusteigen. Das wäre ein guter Schritt. Und das würde dann Chancen bringen zu einem Ausbau der Freiwilligendienste. Diese Chancen, die werden aber gerade wieder verspielt. Und das ist die Gefahr und das Risiko, was wir sehen. Sie von Regierung und Koalition müssen jetzt gemeinsam mit den Ländern handeln, statt wie in den letzten Monaten immer mehr Sonntagsreden zu dem Thema Freiwilligendienste zu machen. Handeln ist jetzt angesagt. Beim Ausstieg aus den Pflichtdiensten brauchen wir eben kein Stückwerk, sondern politischen Mut zu einem wirklich großen Wurf. Raus aus dem Zivildienst muss heißen, rein in einen verlässlichen Ausbau der Freiwilligendienste. Das fehlt bisher. Und Frau Schröder, die ja heute leider nicht hier sein kann, Frau Schröder hat ein Konzept vorgelegt oder, naja, vage Eckpunkte eher, darüber, wie sie einen freiwilligen Zivildienst einrichten will. Freiwilliger Zivildienst klingt ja schon absurd, ist vor allem auch Flickschusterei, weil sie damit sinnlose und ineffiziente Doppelstrukturen schaffen, die kein Mensch braucht. Kein Mensch braucht einen Bundesstaatsdienst, der unserer bewährten Marke, der Marke Jugendfreiwilligendienste, Konkurrenz macht und zivilgesellschaftliche Freiwilligendienstorganisationen demotiviert. Es wäre auch absurd, wenn in derselben Einrichtung künftig mit denselben Tätigkeiten freiwillige Sozialdienstleistende und freiwillige Zivildienstleistende nebeneinander eingesetzt würden, zu völlig unterschiedlichen Bedingungen und Konditionen, zu verschiedenen Kosten mit unterschiedlichem Taschengeld. Das alles ist Flickschusterei, macht keinen Sinn. Sie nehmen hier unter einem auch völlig selbstgesetzten Zeitdruck falsche Weichenstellungen vor, um letztlich vor allem Aufgaben des Bundesamtes für Zivildienst zu erhalten und eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für dieses Bundesamt für Zivildienst zu machen. Und Sie entziehen im Übrigen jetzt allein in dieser Woche 180 Millionen Euro dem Zivildienstetat. Und diese Mittel würden andererseits jetzt aber dringend gebraucht für einen Ausbau der Freiwilligendienste. Und das darf eben kein Steinbruch sein, dieser Zivildienstetat, sondern die Mittel müssen verwandt werden für den Ausbau. Und Sie haben letztlich für diesen freiwilligen Zivildienst weder bei den Verbänden noch in der Gesellschaft noch bei den Freiwilligen Unterstützung oder eine Mehrheit. Deshalb können Sie diese falsche Weichenstellung jetzt noch korrigieren. Kümmern Sie sich stattdessen darum, wirklich einen Ausbau der Freiwilligendienste auf den Weg zu bringen. Sie haben im Übrigen bei uns Unterstützung, wenn Sie jetzt ein Freiwilligendienste-Statusgesetz auf den Weg bringen würden. Ein Freiwilligendienste-Statusgesetz aus einem Guss, der die Dienste als arbeitsmarktneutrale, gemeinnützige Bildungsdienste regelt, ihren sozialrechtlichen Status definiert und präzisiert.
Sie darin klären, wie unterschiedliche unterrepräsentierte Zielgruppen, auch neue Zielgruppen, künftig für Freiwilligendienste gewonnen werden können, wie Qualitätsverbesserungen eingeleitet werden und eben die frei werdenden Mittel aus dem Zivildiensthaushalt erhalten bleiben können. Ich komme zum Schluss. Wären Sie bitte schon zum Ende gekommen? Es geht einfach nicht, dass Sie bei dem Thema Freiwilligendienste den Kopf weiter in den Sand stecken. Sie müssen jetzt endlich die Interessen der Jugendlichen und der Freiwilligen in den Mittelpunkt Ihrer Politik stellen und Sie müssen den Freiwilligendiensten eine verlässliche Ausbauperspektive bieten. Und darum muss es jetzt gehen. Danke.